Hallo, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Oblivion. Mein Name ist, wie alle hoffentlich wisst, Torrent 1000. Und wir haben beim letzten Mal hier beim Steinbrunnen bei Schloss Skingrad, sind wir hier, unseren nächsten Auftrag herausgeholt, der da lauten tut. Wir haben unseren nächsten Auftrag, wir haben den Befehl, den Kashyyyk'scher Gast zu töten, in Bruma. Meister des unbewaffneten Kampfes, wird sich als starke Gegner erweisen. In uns wieder nicht ankommen, wir sind der Boss der dunklen Bruderschaft. Schließlich haben wir alle anderen gekillt, also sind wir jetzt der Einzige in der dunklen Bruderschaft. Habt. Danke, ich unterbreche dich beim Sprechen. Ich bin sehr höflich, ich weiß. Das ist Brot Carlos Haus, ich glaube, der spielt keine wichtige Rolle, zumindest sagt mir der Name überhaupt nichts. Hier ist Chigas, da hat er eine Kellertür oder irgendetwas, wo man nicht so direkt vor den Wachen ins Haus reingehen muss, denn wir kennen ja das Rechtssystem in diesem Spiel. Ist ein wenig seltsam. Die Wachen, ja, mehr oder weniger sehen alles, wenn sie auch gerade gar nicht hingesehen haben. Im vorigen Part hat man das sehr gut gesehen, oder was, der Part 2 davor? Ich weiß es gerade nicht, ich glaube bei beiden hat man es gesehen. Schauen wir mal, ob es diesmal geklappt hat. Null Kopfgeld, das ist schon mal gut. Können wir hier auch gleich mal die Truhen ausräumen. Wenn er schon nicht hier ist, dann hindert uns ja keiner daran. Ich hoffe, die Katze kratzt uns dann nicht. Das tut nämlich sehr weh. Gut, der Stahlhelm. Und der wiegt 7 und gibt 2 Schutz. Der wiegt 8 und gibt 3 Schutz. Adieu, Mr. Stahlhelm. Wir wollen hier unten durch in den geheimen Trainingsraum zu Chugasta, unserem Best Friend. Ich kann mich nicht erinnern, euch in mein Haus eingeladen zu haben. Geht sofort, denn sonst haben wir hier ein Problem. Wir haben schon ein Problem. Oh, aber ich wurde eingeladen von Sitis, das werden wir sagen. Sitis? Was soll dieser Verrat? Wer hat euch geschickt? Ich weiß nicht, wer hinter diesem Frevel steckt, aber es wird ihn Blut kosten. In die Leere mit euch, Assassine! So, also allein hieran merkt man schon, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Achso, mit F ziehen wir hier die Waffe. Und dementsprechend, wie gesagt, kann man sich hier bereits denken, dass irgendetwas hier nicht ganz richtig läuft. Der macht aber wirklich verdammt viel Schaden, für das das ein Nahkämpfer ist. Wobei in diesem Spiel ja Nahkämpfer, ich schätze mal, es ist ein Übersetzungsfehler, Faustkämpfer heißt. Verdammt. Vor allem hält er verdammt viel aus. Also da werde ich jetzt keinen Trank einsetzen können. Aber nun hoffentlich. Haben wir noch irgendwas zum Heilen? 35. Komm, Kätzchen. Ich habe leider keine Milch dabei. Oder keinen Baldrian. Das wäre mal cool, wenn es in dem Spiel Baldrian gegen Kashyyyk geben würde. Das wäre doch mal was fürs nächste Elder Scrolls Spiel. Bald lernen, um gegen Kashyyyk anzukommen. So, der Kampf dauert länger, wie ihr seht. Ich frage mich nur, warum der Typ so viel aushält noch dazu. Das ist nämlich, glaube ich, eigentlich nicht etwas, was einen Nahkämpfer auszeichnet. Viel Lebensenergie. Wiederherstellen. Das wird knapp. Jetzt sagt mir nicht, dass wir diesen Gegner nicht schaffen, denn das wäre peinlich. Und wir haben ihn nicht geschafft. Okay, probieren wir es erneut. Der Gegner ist echt heftig. Aber wir machen, wie viel Schaden? 7. Achso, die Waffe ist auch fast am Arsch. Das heißt, ich würde sagen, dass wir, da wir nichts zum Reparieren haben, sofort gehen zu einem, der das tun kann. Er kann Sachen reparieren im Brumar. Schauen wir mal.
Im Romar weiß ich das leider nicht. In der Kämpfergilde kann es doch sicher jemand reparieren, vor allem da wir ein Mitglied sind. Da gibt es immer diese, wie heißen die, Porter oder Portier soll das wahrscheinlich heißen. Und die können für gewöhnlich immer reparieren. Ich hoffe, dass das auch hier der Fall ist. Also ab in die Kämpfergilde hinein. Da bist du ja schon. Was wollt ihr? Können ja nicht reparieren. Mit kaputter Aus. Hoffentlich geht das dann diesmal ein wenig besser. Einfach alles reparieren, das geht schneller. Vielen Dank, Porter ohne geht Namen. Dorthin. Hallo, Rech. In rechter Ecke in Oblivion, da wollen wir gleich mal weggehen. Mit rechten Recken wollen wir nichts zu tun haben, schon gar nicht in Let's Plays. Wir gehen wieder zu Chugastas Haus, wobei wir auch irgendwo garantiert Tränke kaufen können. Wahrscheinlich bei der Magiergilde, aber die ist hier. Doch, die ist jetzt wieder tatsächlich auch in der Kämpfergilde. Das glaube ich nicht. Unterbrich mich nicht. Hier ist sie auch schon, die Magiergilde. Also ab hinein ins Häuschen. Oh, Begrüßungskomitee. Hallo ihr. Seid ihr hier, um der Magiergilde beizutreten? Nein. Nö. Ich möchte nur Getränke kaufen bei der Alchemistin oder beim Alchemisten. Bist du das? Kann ich euch etwas von meinem Essen? Bist du nicht? Mein Name ist... Jetzt habe ich leider nicht gehört, was sie ist. Ah, sie ist die Alchemistin. Ich bin sicher, dass ihr etwas... 810 Goldstücke. Und das war's, sofern sie jetzt nicht noch einen anderen Lebensenergie herstellen Trank hat. Doch hier, 7 Punkte, danke, danke, danke. Wiedersehen. Zu gütig, wiedersehen. So. Und nun können wir, glaube ich, tatsächlich zu Chugasta gehen. Und hoffentlich... Ja, ihm eine Lektion erteilen, obwohl ich das eigentlich nicht will. Allein schon deswegen, weil er ja sagt, dass das Verrat ist. Und somit jeder, der halbwegs ein Hirn hat, sich denken kann, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Kopfgeld? Nein. Dann werde ich speichern wieder. Hier. Schauen wir mal, ob da irgendwas Interessantes drin ist. Vielleicht kann uns das auch helfen. Bei unserem Kampf. Ja, Gold. Sachen, die Gold wert sind, besser gesagt. Servus, Chigi. Was? Was bildet ihr euch ein, in mein Haus einzudringen? Und wie ein ungezogenes Kind... Bisschen eingebildet ist er auch. Wenn er sagt, wisst ihr nicht, mit wem er redet. Der Chugasta. Kann ich aufgeben? Nein, er akzeptiert nicht, dass wir aufgeben. Oh, perfekte Taktik, würde ich sagen. Ah, doch, nicht so perfekt. Aber so schaffen wir ihn doch viel eher. Was auch immer das vorhin war, unsere Waffe war fast am Arsch. Das ist immer ein wenig kontraproduktiv, zu kämpfen. Ein wenig. Vor allem als Nahkämpfer ist es ein wenig. Ein klein wenig dumm. Gut, er ist tot. Wir sollen unsere Belohnung und den nächsten Auftrag im Übergabeort abholen, der sich in der verfaulten Kiste unter der alten Brücke direkt südlich der Kaiserstadt befindet. Ich glaube, diese Brücke ist tatsächlich sehr nahe bei der Kaiserstadt. Das ist einmal eine Angabe, die sogar stimmt. Genau. Normalerweise kann man ja auf diese Angaben hier im Spiel ziemlich scheißen. Aber diesmal nicht. Vor allem steht da teilweise etwas anderes in den Untertiteln, wenn Leute sprechen, als sie tatsächlich sagen. Und dann weiß man nie, woran man sich halten soll. An das, was unten gestanden ist in den Untertiteln oder an das, was sie von sich geben. Das ist auch bei den Häusern, wenn man sie kauft, ein Problem. Aber ich denke, das werden wir dann noch sehen. Wenn wir uns dann tatsächlich ein Haus hier kaufen. Hier ist die alte Brücke.
Old Bridge. Nicht zu verwechseln mit Old Bitch. Also kein alter weiblicher Hund, sondern eine alte Brücke lediglich. Über Stock und Stein. Nur ohne Stock. Was sehen wir da hinten? Die geheime Universität. Sehr geheim, wenn sie da so riesig rumsteht. Kommen wir hier rauf. Wir sind ein wenig blöd hier. Mit diesen Bergen. Aber es funktioniert. Und ich gehe direkt in die falsche Richtung. Äußerst intelligent. Das heißt, wir hätten uns das Runtergehen hier sparen können. Ah, das Raufgehen meine ich natürlich. Und hätten direkt schwimmen können. Schlachtfische. Nein, diesmal nicht. Diesmal lassen sie mich in Ruhe. Oh, ein einsamer Friedhof. Ein Hafenviertel. Schaut auch dementsprechend aus. Mich wundert es, dass hier gar keine Schlachtfische sind, die uns angreifen. So, jetzt haben wir hier eine Ruine. Wollen wir die betreten? Nein, wir wollen jetzt erstmal zur Brücke, zum Übergabepunkt und dann können wir sie immer noch hierher teleportieren. Ich habe gesagt, ich möchte möglichst jede Ruine machen, da ich über den Weg laufe. Und das werde ich dann auch machen, wenn auch nicht jetzt sofort, sondern nachdem wir bei dem Punkt waren. Mir auch noch nicht aufgefallen, dass manche Frauen einen Orgasmus beim Kämpfen bekommen können. Diese Frau hier kann's. Da unten ist sie schon, die Brücke. Und da ist tatsächlich ein kleines Stück Land unter der Brücke mit einer Kiste. Ziemlich unverdächtig. Fehlsübergabepunkt 4 und Gold. Wir haben unsere Belohnung abgeholt und unseren nächsten Auftrag erhalten. Ja, wir wurden beordert, eine argonische Jägerin namens Charlize zu töten, die sich in der gefluteten Mine verschanzt hat. Gesuchte Psychopathin, wir sollten Vorsicht walten lassen. Gut, das war's. Die Ruine haben wir jetzt leider nicht als Eintrag bekommen. Ich werde trotzdem schauen, die ist ja direkt hier vor. Und würde sagen, wir schauen jetzt einmal, ob wir die geflutete Mine nicht schon gefunden haben. Genau. Und reisen da jetzt mal schnell hin. Und ich sag, dass diese Party jetzt beendet ist. Und beim nächsten Mal, wenn wir uns entweder hier in die geflutete Mine begeben oder zuerst in die Ruine, mal schauen. Entweder das zuerst oder das andere zuerst. Ist ja mehr oder weniger wurscht. Also bis dahin, viel Spaß mit meinen Videos. Ciao.